Hallo Freunde und willkommen zurück zu Styx Master of Shadows, wo wir in der letzten Folge unser Versteck in der Kanalisation wieder erreicht haben. Und jetzt sind wir auf dem Weg ins Gefängnis, um einen alten Freund zu befreien, laut Styx. Die Frage ist, wer das ist und wofür wir ihn befreien, denn daran kann sich Styx merkwürdigerweise nicht erinnern. Now by the look of these maps, this is the elevator that leads to the prison. Mechanism to activate it shouldn't be far. Let's take a look around. Na, die Map kennen wir ja schon. Die Map kennen wir doch schon. Diesmal aber genau von der anderen Seite. Und die Wachen sind alle wieder am Leben. Das ist natürlich nicht so cool. Noch keine vorherigen Schlüsse ziehen. Es gibt da unten einen geheimen Gang, der zu einem Versteck geführt hat. Da wollen wir gleich auf jeden Fall mal hin. Das Problem ist, dass hier so viele Leute unterwegs sind. Das gefällt mir nicht. Wow. Na, da hinten ist der Geheimgang. Der ist also noch da. Das ist gut. Goblins? What's that? You know, someone there stole creatures you see from the corner of your eye, but that are no longer there when you turn around. Damit haben wir doch bestimmt was gefunden, oder? Neues Wurfmesser. Toll. Ja, Wurfmesservorrat voll. Moment. Das ist was, was wir relativ schnell ändern können. Pretty staging, Ozcan. A tad flashy for me, though. Okay. Ich glaube, er hat ihn an einem Fleischerhaken aufgehangen. Du bist leider in die falsche Richtung gegangen, Kumpel. So. Schön da in die Ecke. So, was machst du denn? Schade, du gehst einfach nur patrouillieren. Okay. Du hast nichts gesehen. Die haben hier auf jeden Fall die Wachen verstärkt. Das muss man ihnen lassen. Wir sollten vielleicht mal gucken. Okay, das Nebenziel ist nicht hier. Im Hochsicherheitstrakt ist das Artefakt. Okay, da vorne stehen nur Fässer. Ich dachte, da steht noch ein Typ an der Wand. Türchen. Dass die beiden Typen da hinten mich nicht sehen.
So, du läufst hier auch rum. Schön auf Patrouille, der andere schläft währenddessen. So. Tschüss, Leiche. Diese süchtigen Drogenhändler. Da unten war auf jeden Fall ein Versteck. Ob das jetzt immer noch da ist, kann man von ausgehen. Ja, da unten ist auch immer noch die Markierung. Deshalb gehen wir da mal eben hin. Als erstes, wow, ich mich hier oben umgucken. Verdammt, er hat einen Trank dabei. Egal. Da vorne steht der eine Soldat und da kommt der andere. Ich würde ja gleich gerne mal das Dingens ausprobieren. Die Sache mit dem Klon. Indem ich den Klon dann einfach in den Schrank verstecke. Ist jetzt eine Falle. Wir müssen jetzt eigentlich nur warten, bis die Gegner da reintappen. Das könnte aber was dauern. Nein, hier hat sich nichts bewegt. Weil der lehnt sich halt erstmal wieder an die Wand. Wie faul sind die Typen eigentlich während ihrer Patrouille? Ist ja unglaublich. Unglaublich ist das. Möchtest doch zum Schrank. Ja, richtige Richtung, richtige Richtung. Ja, sehr schön, sehr schön. Nice. Okay, das kostet uns aber dauerhaft ein bisschen was von unserem Goldharz. Aber muss ich ganz ehrlich sagen, damit kann ich leben. Damit kann ich durchaus leben. So, da unten sind einige an Arbeitern. Und zwei Armbrustschützen mindestens. Aber noch soll uns das nicht stören. Leider liegt die Betonung auf noch, denn wir müssen da unten hin. Als erstes gehen wir ins Versteck. Kuckuck. So, Goldmünze. Ah, hier sonst nichts mehr. Nö. Schade aber auch.
Shaggy. So, wir müssen irgendwie da hochkommen. Könnten wir eventuell den Weg hier nehmen? Nützt der uns was? Wir kommen zumindest hoch. Nein, das ist gelogen. Das bringt uns aber nicht sonderlich weiter. Nothing. No, there's nobody. Das hat funktioniert. So, den haben wir nochmal ausgeschaltet. Der stand nämlich im Weg. Eigentlich nicht, aber. Ich wollte ihn jetzt nicht alleine hier rumlaufen lassen. So, das heißt, in dem Raum da waren, glaube ich, dann drei Leute demnach. Ein Typ läuft da hinten wahrscheinlich rum. Ein so ein Gelehrter oder Priester oder was es ist. Und ein Soldat steht hier vorne am Balkon. Der Balkon stört mich spontan am meisten. Geht der irgendwann nochmal weg? Sieht irgendwie nicht danach aus. Das ist natürlich schlecht. Das könnte es aber relativ sicher machen, durch die Tür da zu gehen. Dämliches Licht da oben. Komm, geh, los. Dreh deine Runde, genau. Würde halt interessieren, da ist der andere Typ. Da steht der. By the heart of the tree. No! It's probably. By the heart of the tree. Das war so nicht geplant, aber richten wir halt ein Massaker an.
ist hier aber auch noch ein Typ sauber macht, war uncool. Einer von denen hatte sogar noch einen Trank dabei. Was für einen auch immer. So, als erstes hole ich mir jetzt ein neues Wurfmesser. Ob ich auch zu dem anderen noch gehen soll, weiß ich gerade noch nicht. Ah, wobei da vorne lag noch eins. Is someone there? Wow, ich dachte, ich wäre hier schon gewesen. Nur stimmt, ich bin hier unten drunter lang gelaufen. Er hat sich einen echt beschissenen Ort für eine Patrouille ausgesucht. Können wir dem was? Nee. Nee, dem können wir nichts klauen. Gut. Licht ausmachen. Ist da hinten jetzt auch noch einer gewesen? Nee, aber hier sind wieder die beiden Apartments. Erstmal kurz durchs Schlüsselloch gucken. Noch mehr Sand. Das ist aber nicht, wo wir hin wollen. Dann war es das andere Apartment, was so eine leichte Falle enthielt, glaube ich. Dafür aber auch wurden wir dort drin belohnt, wenn ich mich richtig erinnere. Have we got a game tonight? I really have to get back my silver snuff box that Bertram won off me the other day. You haven't heard? Bertram is cooped up since yesterday. Amber traffic. Oh no shit, my snuff box! It was a gift from a baron whose neck I once saved. You won't be seeing it again. Bertram must have given it to Harold for the right to shit some other place than in his cell. Verdammt. It looks like it's gone. So war das nicht geplant. Definitiv war das so nicht geplant. Aber gut. Nehmen wir trotzdem. Die Frage ist, ich sollte mich echt einfach mal auf den Weg zum Dingens machen, zum Mechanismus. So, hier ist da hinten. Das heißt, wir müssen über die große, weite, offene Fläche. Ja, geil. Ich habe keinen Goldharztrank mehr. Wird ja immer besser, die Situation. So, aber... Oh. Schnell, 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 schnell. Triple Kill. Das war ein schöner Kill. Unten sehe ich eine Goldmünze. Haben will.
wollten uns haben. Los, geh weg. Müssen wir schon mal ganz außen rum. So. Das wäre das. Wir kommen zumindest mal dazu, die Säure sinnvoll einzusetzen. Ich bin mehr als begeistert. So. Verdammt. So war das nicht geplant. Eigentlich solltest du dich auf der Ebene darüber festhalten, Styx. Genau so. Danke. So. Aua. Das war suboptimal. Um es einen freundlichen Namen zu nennen. Okay. Brauchen also definitiv Schwung. Das heißt, wir müssen laufen. What? Hey, come on out and let's finish with it. Oh, this one's for me. Oh shit! This one's for me! Huh? No! Das war nicht so gut. Und ich habe mal wieder nicht gespeichert. Wo starten wir jetzt hier? Okay. Wie auch immer die uns jetzt entdeckt haben. Fickt euch halt. Okay, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir uns mal wieder daran, das Ganze ein bisschen rückgängig zu machen, was wir gerade hier verbockt haben. Und sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Folge Styx Master of Shadows. Bis dahin, ciao Freunde.